Bevor das Video beginnt, melde ich mich mal wieder hier aus dem Schnitt. Ich wollte euch einfach nur ganz kurz mitteilen, dass die erste Hälfte des Videos ohne meine Facecam ist. Heißt, ich habe nur Jans Facecam drin gelassen und habe dann ab dem zweiten Teil des Videos quasi meine Facecam wieder dazugeschnitten. Denn ich finde die Aufnahme vom ersten Teil der Facecam irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, wo die hin ist. Wir haben halt ultra viel vorproduziert und deswegen hatte ich ganz, ganz viele Kameraaufnahmen. Ich weiß nicht, wo die jetzt alle gelandet sind. Ein paar sind halt wirklich verloren gegangen. Ich habe die meisten noch, aber ein paar sind wie gesagt verloren gegangen. Das tut mir schrecklich leid. Ich muss echt gucken, dass ich mir vielleicht eine zweite Elgato kaufe, worüber ich die Kamera dann aufnehmen kann. Dann habe ich immer quasi nur eine ganze lange Kameraaufnahme und nicht immer drei kleinere. Okay, egal. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem absolut geilen Video. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Spielerkarriere mit dem Jan bei Dortmund. Hi. Hi. In der heutigen Folge geht wieder richtig was ab. Wir haben das Spiel gegen Augsburg. Da wird jetzt nochmal entschieden, wer den Spieler des Monats im Februar wird, ja. Mal wieder der altbekannte Kampf, ja. Dieses Mal für die Kandidatur ist Burgstaller von Stuttgart, Lewandowski von Bayern und ich und Jan von Dortmund. Wir stehen sogar im Vordergrund hier in der Mitte, also wir sind schon mal hier gehobene Klasse. Also ganz eindeutig, ich bin hier der das hier jetzt schaut. Ja, wie du post, also ja. Wie gesagt, ich würde es dir auch gönnen, dass du jetzt auch mal einen gewinnst. Ich habe ja schon drei, ne? Ja, auf jeden Fall wird das interessant und deswegen im Spiel jetzt hier richtig Gas geben. Und das zweite Spiel ist dann das Champions League Spiel gegen Barcelona. Ja, im Hinspiel 3-0 verloren, im Rückspiel hoffentlich 4-0 gewinnen. Dann passt die Sache. 3-0 auswärts verloren sogar noch. Ja. Also richtig kacke. Aber jetzt spielen wir auswärts danach und jetzt spielen wir sogar auch auswärts. Also 4-0 gewinnen und dann passt die Sache, dass wir da Trainer weiterkommen. Was war denn das jetzt? Ja, dann mache ich mich jetzt erstmal warm hier für das Spiel gegen Augsburg und dann schauen wir mal weiter, wie das dann gegen Barcelona läuft. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin gespannt und wie gesagt, also ich muss nicht unbedingt nochmal Spieler des Monats werden, weil ich war ja schon dreimal. Aber ein gutes Spiel müssen wir natürlich trotzdem abliefern. Und das entscheidet das so ein bisschen mit, ja. Also wer jetzt hier ein gutes Spiel abliefert, der wird natürlich dann von der Jury, von der Expertenjury, ja, besser bewertet hier für den Spieler des Monats. Ja, deswegen einfach gut spielen. Ich führe die Torjägerliste immer noch an, wir führen auch die Tabelle immer noch an, aber es ist alles sehr eng, also wir sind sehr eng hinter Bayern, Stuttgart-Augsburg ist Fünfter, also auch auf jeden Fall hier im Feld, hier sind wir die Torjägerliste, also mit 20 Toren bin ich vorne, Burgstaller mit 17, Lewandowski mit 15 und Jan auch mit 15, also ich hab Bock, Jan hat Bock, Stuttgart hat Bock, also Augsburg. Trainer. Trainer hat Bock, ja. Also den schalten wir jetzt erstmal aus. Dann würde ich sagen, ich habe ihn ja gar nicht ausgemacht. Ja, Mike braucht den Trainer. Starten wir rein auf ein gutes Spiel. Ach so, ja, habe ich noch gar nicht gesagt. Rechts oben beim I ist auch Jan verlinkt. Hi. Hi. Da in seiner Folge haben wir eine absolut krasse Vorlage gemacht und die war auch ganz gut. Ja! Das Tor 1-0 nach 4 Minuten. Absolut krasse Vorlage mal wieder. Die war echt wieder richtig gut, aber die auf Jans Kanal war noch viel besser. Also unbedingt bei der letzten Folge vorbeischauen. Die Playlist echt, auch also rechts unten beim i. Vorlage. Ja, die war echt. Die hat Potenzial für Vorlage des Jahres tatsächlich. Ja, also wenn es sowas gibt, dann die wäre absolut krass. Selten sowas Geiles gesehen. Das war auch crazy hier. Torwart dran, Latte. Aber er ist drin, drin ist drin. Okay, dann vierte Minute. Wieder schwacher Fuß. Ja, irgendwie bist du jetzt. Lol. Oh, er gibt mir den Ball, weil er hat gesehen, ich bin gut. Ah, fuck. Oh, was ist denn mit geil, mir los? Ey. Was ist denn mit mir los? Wie viele Vorlagen? Ja, das war ein guter Schuss. Wie viele Vorlagen will ich denn geben? Du hast doch mit dem Rechten jetzt wieder geschossen. Ja, das war der Fehler. Hey, was war das für ein Scheißschuss? Die Vorlage war ja aber wieder. Ich glaube, man hat jetzt im linken Fuß, sehr starke Fuß. Ja. Das hat sich geändert. Das ist ein Bug. Ein Bug. Ein Bug, ja. Nein, Latte, was ist das denn? Das wäre so cool, wenn wir direkt noch 2-0 gemacht hätten. Oh nein, das hat man gesehen. Ja, man hat es gesehen.
Augsburg zu Hause mit dem Ausgleich 1:1. Ich verspreche mich schon die ganze Zeit. Was ist das? Schickes Tor. Gut rausgespielt, muss man sagen. Ja. Gut, Leute, Halbzeit. 1:1. Wir probieren es in der zweiten Halbzeit besser zu machen. Ja, aber solange wir jetzt... Also mir ist eigentlich egal, wie wir jetzt spielen, wenn wir das Champions League Achtelfinale gewinnen. Also, ja, nicht die ganze Power jetzt für dieses Spiel hier aufbrauchen, denn wir brauchen die nachher noch. Aber nur die Bundesliga zählt für Spieler des Monats, also jetzt hier alles reinlegen. Junge Witzel! Okay, jetzt wird's krank. Oh, was? Jawohl. Einfach nur nein. Der vierte ist es. Der vierte Spieler des Monats Reward. Mischak stimmt auf Pokalspiel. Ja. 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 Egal, Mann. Alter. Ich hab den nächsten Reward hier geholt. Jan soll, weil dir soll es aber nicht sein. Ja, okay, wir müssen 3-0 Rückstand aufholen. Auswärts ich brauch diese Auszeichnung einfach nicht. Ich bin auch so gut, das weiß ich. Ja. Wir müssen warte, soll ich jetzt wieder Kapitän sein? Ja, genau. Okay, Camp Nou ist nicht am Start, aber 3-0 ist am Start. Wir müssen das Ganze jetzt gehen. Also ein 3-0 immerhin rausholen für die Verlängerung. Kein Tor kassieren, 3 Tore gegen Barcelona ist schwierig, aber man muss sagen, in echt hat zum Beispiel ja auch Dortmund gegen Atletico Madrid, wie viel haben die gespielt? 4-0 oder sowas? Aber das war heim. Also, ja, aber das kann auswärts hier im FIFA auch mal passieren. Oh, guck mal, Real Madrid hat gegen Tottenham verloren. Ja, im Hinspiel aber, glaube ich, noch, oder? Ja, allgemein schon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es kann alles klappen. Ein 4-0 wäre natürlich auch drin. Dann hätten wir direkt gewonnen. Sowas wäre mega krass. Also wir strengen uns richtig an. Unglaublich spannende und wichtige 90 Minuten. Ja, das ist echt krass. Wir strengen uns an und hoffentlich. Let's go. Oh, du Backfisch. Nein! Komm, bitte! Oh. Das war echt hässlich, warum der da nicht gepasst hat, weil du warst viel besser. Er hätte da einen direkten Doppelpass gemacht. Das wäre so nice. Du warst viel besser da gestanden. Alter, oh, so viel Glück. Der hätte reingehen können, da haben wir richtig Glück gehabt. Ein Tor von Barcelona kann ja wirklich schon richtig scheiße sein. Lol. Bitte, 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 setz dich durch, bitte setz dich durch, bitte setz dich durch. Oh. Nein! Das Ding kratzt so einen guten Ding einfach das aus. Das kann doch nicht sein, Pulisic, Mann. Aber hast du gut durchgesetzt, hast dich wenigstens gut durchgesetzt, da? Hast du gut durchgesetzt. Oh, ja, was war das? Stark. Erste Halbzeit 0:0. Wir haben kein Tor kassiert, aber keins gemacht. Und das ist in dem Hinblick, ne, dass wir scheiße, drei machen wollen, ist das scheiße. Jetzt! Ja! 60. Minute, Pulisic. Oh. Das Tor hätte ich schon in der ersten Halbzeit machen müssen. Da hat er auch eine riesige Chance. Es ist sehr spät. Wir haben noch 30 Minuten für zwei Tore. Es ist möglich, aber es ist spät. Sauschwer. Es ist, wir stecken uns gerade so hart an, Leute. Unglaublich. Und jawohl, starker Schuss. Boah, die stehen alle hinten. Guck dir das mal an. Oh, ja, oh, was war das was denn? Was ist das denn? 10 Minuten später. Was ist das denn? Was war das für ein Tor? Guerrero, der schießt ja eigentlich nie ein Tor bei uns. Ja, ist ein Linksverteidiger. Aber ich habe auf offensiv gestellt, auf zusätzlicher Stürmer und auf alle in den Strafraum habe ich, also viele in den Strafraum habe ich gestellt. Erstmal mich auswechseln. Alter, das LOL. War ein Art Heber oder was war das für ein Schuss? Keine Ahnung, so ein bisschen. Aber er war gut trotzdem. Ja, aber wie er sich gesenkt hat. Leute, noch ein Tor. 20 Minuten, das ist jetzt schon mal ein bisschen realistischer, aber die stehen natürlich hinten drin, die machen jetzt dicht, die wollen keins mehr kassieren. Krass defensiv. Also wir haben. Ah, wir müssen das irgendwie packen. Das ist voll scheiße gerade. Das war gut. Das war sehr gut. Oh ja. Das war so wichtig. Bitte Jan! Bitte Jan! Nein! Das kann nicht sein! Scheiße! Das war so gut und so wichtig. Und dann hält Ter Stegen. Oh, wie er seine Hand da noch ausfährt. Ah, du hättest einen Flachschuss machen müssen.
Irgendwie Götze und Dahoud rein oder so. Götze ist doch schon. Ist schon drin. Ja, dann Dahoud und Sancho. Macht Götze irgendwie ins Mittelfeld. Und dann Sancho auf rechts. Auf links. Wäre auch klug gewesen, eigentlich Pulisic auszuwechseln. Nee, das ist nicht klug. Das war, glaube ich, abseits. Weiß ich nicht. Aber, ja. Scheiße. 3 Minuten Nachspielzeit, Leute. Spielt nach vorne. Spielt doch nach vorne. Wenn überhaupt, kriegen wir noch eine Chance, Leute. Die muss sitzen. Zu 100%. Jan. Jan, bitte. Bitte. Ja! 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 In der Nachspielzeit. 3 Minuten. Ja! Was ist das für ein Spiel? Puh. Oh mein Gott, die Freude bricht aus. Der Kapitän hat's gemacht. Klatsch mal nach rechts ein, so. High five nach rechts. Yeah, ich glaube, das ist rechts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh oder mein da. Gott. Oh mein Gott. Der Schiri pfeift jetzt direkt ab. Es ist nicht wahr. Wir retten uns in die Verlängerung. Auswärts, 3 Tore geschossen. Zum 3-3. Pfeif ab. Ja. Ja. Boah. Oh mein in Gott. In letzter Sekunde. Das ist gerade nicht passiert. Das ist gerade nicht passiert. Aber du hast schon ein paar Chancen vergeben. Also es war eigentlich verdient. Ja, das ist auf jeden Fall verdient gewesen. Pulisic hat auch eine Chance vergeben. Also es ist verdient gewesen. Keine Ahnung. Alter, ich bin so fertig. Verlängerung. Puh, oh, ich reiß die Kopfhörer wieder raus. So, Leute. Unsere Fitness sieht nicht so smart aus. Ja, aber wir wollen uns nicht auswechseln. Vor allem, wir haben schon gewechselt. Götze, Dahoud und Sancho. Pulisic leider auch verletzt. Ja, wir probieren es einfach. Verlängerung. Das wird komplett RIP. Gegen Stuttgart müssen wir wahrscheinlich aussetzen, denn das ist eine englische Woche. Heißt, wir spielen jetzt, das ist, glaube ich, Dienstag oder so, wir spielen, glaube ich, Samstag schon wieder gegen Stuttgart. Und das ist unmöglich mit unseren Fitness. Alter, wenn wir jetzt im Elfmeterschießen würden, dazu kommt, verkacken. Ich will eigentlich gar nicht schießen, aber nur die Bots schießen lassen, kannst du eigentlich auch nicht verantworten. Nee, kannst du nicht. Aber mit der Ausdauer... Am besten vorher ein Tor machen. Setz dich bitte durch. Nein, so ein Arschloch. Wir wären beide da gewesen. Jetzt. Oh, das ist unsere Möglichkeit. Wenn wir den machen, haben wir gewonnen. Yes! Oh, natürlich. Barcelona kann auch nicht mehr so gut rennen. Yes! Jan macht 2 Tore in der Champions League. Was ist denn hier los? Jawohl. Und beide so wichtig und so kurz vor Schluss. So eine riesen Lücke drin in der Abwehr. Ja klar, die stellen auf Offensiv. Ja. Die sind auch auf Offensiv. Die können auch nicht mehr rennen. Die können auch nicht mehr wechseln. Und das war richtig Luck, dass wir da so einen Platz hatten und richtig glücklich irgendwie durchgekommen sind. Es sind noch 3 Minuten ohne Nachspielzeit zu gehen. Barcelona scheint, als würden sie hier tatsächlich, wie ich es am Anfang predicted habe, mit 4-0 verlieren. Was ist denn hier los? Wir würden weiterkommen ins Viertelfinale, wenn wir die letzten Minuten, Sekunden überstehen. Komm schon, es gibt sogar noch mal einen Angriff für uns. Oh, eine ganz gute Chance nochmal zum Ende hin. Das Ding kann sich jetzt aber auch nochmal beweisen. Eine Ecke gibt's noch. Vielleicht gibt's auch noch eine Chance für Barcelona. Man weiß es nie, wenn die jetzt gut kontern. Aber vielleicht kann auch Jan eine gute Chance raushauen. Du hast schon 2 Tore gemacht. Du bist einer der wichtigsten Spieler momentan für Dortmund, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Leistung ist gesunken. Und das ist der Sieg gegen Barcelona. Eine Runde weiter. Viertelfinale. Wie haben wir das denn geschafft? Ich weiß es nicht, aber lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für diese absolut spannende und coole Folge. Abonniert unsere beiden Kanäle, um nichts mehr zu verpassen, denn solche Pokalspiele, Champions League Pokalspiele, wird es wahrscheinlich öfter geben, denn wir haben Barcelona besiegt, wir werden weiterhin in der Champions League vertreten sein und gegen wahrscheinlich richtig krasse Gegner spielen. Du hast die 2 entscheidenden Tore gemacht. Pulisic und Guerrero haben ja auch entscheidende Tore gemacht, natürlich, aber deins in der 90. damit wir überhaupt in die Verlängerung gekommen sind und dann auch noch der Siegtreffer. Richtig stark, aber das Chancen, Pulisic hier die Chance nicht reingemacht hat. Ja, das also das ist crazy. Nur gut. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst eine Wertung da und haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.